Hallo Freunde, Watruschki, so heißen die Hefeteilchen mit Quark drin in Russland. Als Topping habe ich Erdbeeren und Streusel drauf. Sie sind so schön weich und fluffig und lassen die Herzen der Mitbewohner hier höher schlagen. Schaut mal. Viel Freude beim Anschauen und Nachbacken. Zu den 300 ml warmer Milch gebe ich 4 Esslöffel Zucker. Ich habe hier einen Hefewürfel, davon nehme ich etwas mehr wie die Hälfte. So. Und einrühren. Jetzt gebe ich hier 2 Eier hinein, eine Tüte Vanillinzucker, ein Teelöffel Salz, nicht so gut gehäuft. Ich habe hier 100 Gramm Butter erwärmt, das ist nicht mehr heiß. Okay, jetzt rühre ich das nochmal kurz um. Jetzt werde ich das mit dem Mixer bearbeiten und nach Mehl reingeben. Ich mache mir jetzt etwas Öl auf die Hand. Schaut mal, so sieht der Teig aus. Ich benetze mit dem Öl hier das Ganze, den ganzen Teig. Es waren 700 Gramm Mehl, die da reingepasst haben. Schön geschmeidig, ist nicht so vollgepumpt mit Mehl. Jetzt lasse ich ihn hier zugedeckt in meiner warmen Küche 1-2 Stunden stehen, dass er an Volumen gewinnt. Der Teig ist mehr als bereit. Der war jetzt bestimmt 1,5-2 Stunden hier gestanden. Jetzt mache ich die Füllung. Ich habe hier ein halbes Kilo Quark und gebe dazu Zucker. 1, 2, 3. Umrühren und probieren, ob das süß genug ist. Ja, 3 Esslöffel sind genau richtig. Das ist nicht zu arg süß, perfekt. Jetzt gebe ich hier 2 Eier rein und werde das auch noch ordentlich einrühren. Ich mache mir etwas Öl auf die Hand, damit das Ganze nicht so arg klebt. Und hole den Teig auf die bemehlte Arbeitsfläche raus. Knete ihn ganz kurz durch, nicht mit großer Begeisterung, nur ein bisschen. Den Teig schneide ich in gleich große Teile. Schaut mal, ich mache einfach die Ränder immer so nach hinten. Drücke das hinten zusammen. So, ein bisschen verdreht. So, und dann hat man vorne eine schöne Kugel. Ich habe mir eine Waage zu Hilfe geholt, jeweils 100 Gramm ungefähr. Man kann es natürlich auch so machen, jetzt ohne Waage. Das ist zu viel. Ich habe insgesamt 13 Stück daraus bekommen, aus der Menge ist genau aufgegangen. Und die brauchen viel Platz dazwischen. Die werden jetzt schon mal auseinandergedrückt und dann beim Backen werden die auch noch ein bisschen auseinandergehen. Deswegen lieber auf 2 Backbleche mit Backpapier. Schaut mal, und jetzt drücke ich da einfach in der Mitte aus und außen bleibt der Rand. Jetzt mit einem verquirlten Ei bestreichen, auch ordentlich an den Seiten. Nun gebe ich in die Mitte Füllung drauf. So. Und mit Erdbeeren oder Kirschen oder Johannisbeeren, was man da hat an Beeren, verzieren. Nicht zu viele. Ich habe insgesamt 200 Gramm Erdbeeren in so dünne Scheiben geschnitten. Die kommen drüber. Man kann sie so wie sie sind schon in den Backofen tun oder man macht noch was ganz Feines drüber, nämlich Streusel. Ich habe hier 150 Gramm Mehl, darüber gebe ich Zucker, eine ordentliche Menge, 2-3 Esslöffel Zucker und man gibt darüber weiche Butter oder so wie ich hier geschmolzene Butter. Schaut mal, wenn ich den so zusammendrücke, dann ist es so wie ein Klumpen und der lässt sich gut verteilen. Dann kommt das hier drüber. So,
Der Backofen heizt vor auf 180 Grad Umluft. Wenn ich die Funktion Umluft nehme, dann kann ich beide Bleche auf einmal reingeben. Die leckeren Watruschelkis waren insgesamt 20 Minuten im Backofen. Schaut mal, richtig schön fluffig. Die stehen jetzt auch ein paar Minuten hier draußen. Schön weich und richtig, richtig, schaut mal. Freunde, das war's für heute. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte vergesst nicht, ein Like zu setzen und meinen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Video, eure Xenia.